Hallo und herzlich willkommen zu diesem Auto hier, und zwar dem VW Golf als GTI. Jetzt die Frage, lohnt sich der Wagen? Ja oder nein? Das finden wir heute raus. Los geht's! Der aktuelle Golf, also der Golf 8, kriegt ja sehr viel Kritik im Internet. Es gibt viele Stimmen, viele Kommentare, die sagen, ja, VW Golf, das ist nicht mehr so das Alte, das Wahre, das ist das Geld einfach nicht mehr wert. Aber wir sehen bei Leasingmarkt, dass das Fahrzeug tatsächlich sehr, sehr, sehr oft angefragt wird. Das heißt, ihr da draußen liest dieses Auto unfassbar viel. Also, jetzt die Frage, Golf ja oder Golf nein? Wir schauen uns heute mal ganz genau an und gucken, welche Vorteile und welche Nachteile der Golf denn überhaupt hat, ob die ganze Kritik gerechtfertigt ist oder ob der Wagen vielleicht sogar richtig gut ist und das nicht nur in der Leasingrate. Also schauen wir mal genau rein. Was man erstmal positiv hervorheben muss, das Handling und generell allgemein das Fahrgefühl ist wirklich sehr, sehr gut. Das Fahrwerk hier auch in dem Wagen ist perfekt abgestimmt, meiner Meinung nach. Nicht zu straff, nicht zu weich, einfach genau richtig, so wie es sein soll. Es gibt vorne eine Differentialsperre, das heißt, auch in engen Kurven habt ihr eine sehr, sehr gute Kontrolle über den Wagen. Und der Motor ist natürlich auch ausgereift VW-typisch. Der hier im GTI hat 245 PS und schafft in 6,2 Sekunden genau von 0 auf 100 den Sprint. Und das Ganze geht auch bis 250 km/h Spitze. Das hier ist der Schlüssel und ich könnte aber theoretisch auch ein Handy nehmen zum Öffnen. Eigentlich eine sehr gute Idee, leider nicht ganz so gut umgesetzt, denn dieser mobile Schlüssel vom Handy aus funktioniert nur mit manchen Geräten und der Motorstart von dem Wagen geht auch nur dann, wenn das Handy in der Ablage in der Mitte liegt. Das heißt, wenn ich es in der Tasche habe, bringt es mir gar nichts, also finde ich nicht so optimal umgesetzt. Ein großer Pluspunkt, der Wagen ist bereits serienmäßig gut ausgestattet. Er startet ab 40.905 Euro, aber wie gesagt, viele kaufen ihn gar nicht, sondern leasen ihn. Und ja, aktuell startet das günstigste Leasingangebot bei uns für Privatkunden bei 299 Euro und für Gewerbe sogar noch deutlich günstiger. Schaut auf jeden Fall mal rein, wie da die aktuellen Preise sind. Jetzt sind wir im Innenraum hier vom Golf 8 bzw. vom Golf 8 GTI und man sieht es schon direkt, wir haben auch das GTI-Lenkrad und das finde ich sehr, sehr gut grundsätzlich. Sieht schön aus, es hat eine gute griffige Form, hier auf jeden Fall auch so ein bisschen geriffelt an den Seiten und wir haben Schaltpedals. Was ich daran nicht so gut finde, sind tatsächlich hier diese ganzen Touch-Tasten, also das ist wirklich sehr touchlastig. Das geht mal besser, mal schlechter, aber wirklich intuitiv zu bedienen und sicher während der Fahrt, naja, finde ich es nicht, finde da doch echte Tasten besser. Genauso, und das ist eigentlich noch schlimmer, ist es hier vorne. Es gibt nämlich keine Drehregler zur Regulierung der Lautstärke und auch zur Temperaturregelung. Das geht nämlich auch alles hier über diese Touchflächen. Ja, das ist eine Gewöhnungssache. Aber irgendwie kann ich mich nicht so wirklich dran gewöhnen und ich finde es auch während der Fahrt einfach nicht gut zu bedienen. Generell, die ganze Bedienung im Golf 8 ist irgendwie nicht intuitiv. Für mich auf jeden Fall ein Nachteil. Wie gesagt, nach einer Zeit ist man wahrscheinlich gut drin, aber gerade hier zum Einstieg finde ich es irgendwie schwierig und das für den Golf, für das Auto überhaupt in Deutschland. Also das könnte alles ein bisschen einfacher und schöner sein. Aber gut, was auf jeden Fall schön ist, ist das Ambient Light. Da gibt es nicht nur verschiedene Lichtstimmungen, die man hier auswählen kann, wo dann sich auch direkt das Cockpit anpasst farblich, sondern es gibt hier 30 Farben insgesamt und das ist wirklich ordentlich. Also wer hier das Ambiente genießen möchte bei Nachtfahrten oder wenn es ein bisschen dunkler ist, das kann man hier schon ganz gut. Was außerdem ganz gut ist, ist, dass es optional auch ein Head-Up-Display gibt. Und das Gute ist, es ist ein richtiges Head-Up-Display. Nicht so ein Plexiglas-Teil, sondern ein vollwertiges. Allerdings muss man sagen, das gibt es zum Beispiel auch im Mazda 3, direkter Konkurrent vom Golf. Und da ist es sogar serienmäßig. Also, naja, gut. Was ich hier drin auch nicht ganz so logisch finde, wenn wir noch mal kurz auf die Bedienung schauen. Hier links ist ja die Lichtsteuerung. Alles gut soweit, aber die Tasten für die Heckscheibenheizung und auch hier den Defroster, die sind hier auch in dieser Lichteinheit mit untergebracht. Und das ist wieder so unlogisch, weil das sind ja eigentlich Funktionen, die zur Klimasteuerung eher gehören, so rein thematisch. Ich weiß nicht, was die beim Licht zu suchen haben, warum die jetzt dahin gewandert sind. Also generell, diese ganze Bedienung ist einfach nicht so aufschlussreich und das Infotainment-System ist auch noch nicht so hundertprozentig perfekt. Dafür ist VW ja gerade bekannt im Konzern, dass die da das ein oder andere Problemchen noch mit haben. Von daher das dann auch eher als Nachteil zu werten. Wenn wir hier uns nochmal den Innenraum angucken, dann sehen wir hier wieder viel Klavierlack. Es ist jedes Mal wieder ein schwieriges Thema, aber auch das ist ja mittlerweile normal bei vielen Autos. Von daher ignorieren wir das einfach mal. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben.
Was mir sehr, sehr gut gefällt, sind die Sitze hier. Denn das sind ja die serienmäßigen Sitze. Die gibt es auch optional noch Leder. Aber die haben halt hier so ein bisschen ja, Mikrofaser- und Stoff-Kombinationsbezug. Haben das GTI-Symbol eingestickt und haben wirklich einen sehr guten Seitenhalt. Sie sind bequem, man kann da echt gut drin sitzen. Und das macht einfach Spaß, damit zu fahren. Von daher schon mal super. Was mir hingegen nicht so gut gefällt, jetzt kommt wieder ein Nachteil. Hier wurde jede Menge an Sparmaßnahmen getroffen. Das heißt, ganz viele Sachen wurden wegrationalisiert, die beim Vorgänger noch da waren. Zum Beispiel Knie-Airbags, die gibt es einfach nicht mehr. Oder auch das Handschuhfach, das war vorher mit Filz ausgekleidet, ist jetzt hier leider nicht mehr der Fall. Oder auch so Sachen wie Kleiderhaken an der B-Säule, auch die sind leider weggefallen. Und was VW sich auch spart, sind die Regler hier, die den Luftstrom regeln bei den Luftauslässen. Also die Luftmenge, die könnt ihr hier nicht mehr individuell einstellen. Also von daher viele Sachen, die hier weggefallen sind. Leider, leider. Also für mich auf jeden Fall ein Negativpunkt. Aber dafür hat der Golf ein wirklich gutes Platzangebot. Und zwar auch hier hinten auf der Rückbank. Ich bin 1,80 Meter groß, ich sitze jetzt quasi hinter mir selber, der Vordersitz ist auf mich eingestellt und ihr seht ja, ich habe jede Menge Beinfreiheit und das Schöne ist, der hat auch noch hier vorne so zwei Fächer, wo man es reintun kann, hier unten auch noch ein Fach und wenn wir die Armauflage nochmal rausholen, auch schön breit, da kann man sich ganz locker hier auch breit machen, also man sitzt fast so ein bisschen wie in einem Passat, ehrlicherweise. Man hat wirklich, wirklich viel Platz, auch in der Deckenhöhe. Bedingt durch diese klassische Golfbauform ist es hier keine sonderlich abfallende Dachlinie, sondern man hat auch wirklich Platz nach oben hin. Ich bin, wie gesagt, 1,80 Meter groß. Das passt ganz locker. Da würde man auch noch als größerer Mensch hier reinpassen. Und von daher, das zeichnet den Golf wieder als Allrounder aus, dass man eben auch als erwachsener Mensch hinten hier wirklich gut sitzen und gut reisen kann. Von daher, großer Vorteil. Das Fazit zum Golf 8, speziell hier, wie er steht, als GTI. Ja, er ist vielleicht nicht immer ganz perfekt, in vielen Punkten vielleicht auch nicht ganz so gut wie der Vorgänger, dafür in anderen Punkten besser, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig im Leasing zu haben und deswegen auch so erfolgreich. Ob VW hier noch so ein bisschen was subventioniert, könnte gut sein. Auf jeden Fall für euch heißt das günstige Leasingraten und auf jeden Fall der Spaßgolf. Also 245 PS, das ist schon okay und auch die Fahrleistungen sind solide. Von daher, von mir gibt es eine Empfehlung, es sei denn, euch stören halt die Kritikpunkte massiv. Da muss man einfach mal ein bisschen abwägen, vielleicht eine Probefahrt machen. Aber wir versuchen euch wirklich hier das Wichtigste an Vor- und Nachteilen zu zeigen. Wie immer in jedem Video und wenn ihr weitere sehen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, folgt uns, macht die Glocke an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Ciao.